Sebastian Maschberger. Servus miteinander, herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video. Ich zeige euch heute ein Haxentraining nur an der Multipress, an der Smith Machine. Ich werde in diesem Video nicht groß darauf eingehen, was die Nachteile, Vorteile haben von der Smith Machine, warum ich die Smith Machine anstelle der Kniebeuge mache. Dazu mache ich ein extra Video, weil das wird den Rahmen sprengen. Heute zeige ich euch nur Übungen an der Multipress und zeige euch, dass man eigentlich alle Bereiche vom Bein wirklich sauber trainieren kann. Aber als erstes gibt es die berühmten Pre-Workout Pancakes. Und dazu brauche ich erst einmal eine Eiweißpulver dazu. Nicht, dass ihr jetzt meint, ich bin vegan geworden, aber mir ist vor ein paar Tagen mein Eiweißpulver ausgegangen und dann habe ich das probiert. Im Geschmack Haselnuss-Toffee-Flavor. Und das schmeckt einfach brutal. Ich sag, das war ein Geschmacksorgasmus. Und deshalb trinke ich den jetzt. 30 Gramm, gemischt mit Eis. Und Banane gibt es dazu. Dann geht's da hin. Nicht, dass ihr meint, ich tische jetzt mal so einen auf hier. Aber heute ist Sonntag, die Woche war anstrengend genug. Ist ja auch fürs Video und Haxen stehen auf dem Plan. Das sind die berühmt-berüchtigten Pre-Workout-Pancakes. Oats, Haferflocken, Banane, Eiweißpulver. In dem Fall, wie gesagt, das vegane Eiweißpulver, weil der Geschmack einfach so brutal ist. Dieses Haselnuss-Toffee, ja, Banane. Das ist für mich die perfekte Pre-Workout-Mahlzeit. Natürlich esse ich da jetzt nicht alles, ja, weil sonst wird das nichts im Haxen drin, sonst reißt es mich. Aber, ja, und natürlich gibt es einen Kaffee dazu. Und dann haben wir natürlich noch ein paar mehr Pancakes. Ich werde auf jeden Fall nicht zum Foodblocker. Dann haben wir hier noch einen Muffin. Dieser Chocolate Muffin. Dark Chocolate. Damit ist er schön abgerundet. Scheiße! Ja, brutal, was soll ich da noch sagen? Also, auf jeden Fall, wenn ich das esse, dann kann ich gar nicht Haxen machen. Scheiße! So, jetzt geht's los. Und kurz vorweg, wie gesagt, warum, weshalb, wieso Multipresse, erkläre ich im nächsten Video. Jetzt geht's hier nur um Übungen, aber vorweg. Übungen sind nur für all diejenigen, die keine Probleme haben mit den Knie, mit den Haxen im Allgemeinen, die auf gut Bayerisch gesagt pumperl gesund sind. Warum wir so wie sagen, wie gesagt, im nächsten Video. Also, ich habe zwei Tage, zwei verschiedene. Einer fokussiert auf den Beinstrecker, einer auf den Beinbeuger. Heute haben wir Fokus Beinstrecker, meine Schwachstelle, das heißt den Bereich. Das heißt, erste Übung, Narrow Stance, enger Stand. Das heißt, wir stehen hier relativ eng. Und wie gesagt, diese ganzen Übungen an der Multipresse kann man alle so risikoarm ausführen, wenn man es sauber macht. Gescheit, sauber, kontrolliert. Dann fällt dir überhaupt nichts. Okay, los geht's. Spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful thoughts and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Spielt mal anders. So, jetzt ist hier der Reihe. Breathe in, breathe out. Yes. Das ist auch wichtig. Immer Schnaufer. Abwärtsbewegung ein, Auswärtsbewegung ausschnaufen. Sechs ist immer schön kontrolliert. Und schauen, dass die Knie vorne nicht zusammengehen. Ja. Dass die immer den gleichen Abstand halten mit Tendenz nach außen. Nächste Übung: Sumo Squats in der Multipress. Meine Schwachstelle: Adduktoren. Ja, und wisst ihr, wie ich auf die Übung gekommen bin? Also die meisten Übungen habe ich mir hier aus dem Internet rausgezogen, aber die bin ich drauf gekommen, weil in meiner Posing-Routine habe ich diese Übung drin. Also da gehe ich so runter, mache mich runter. Ja, Christian aus meiner Posing-Routine. Und die habe ich so oft geübt und da habe ich mir hier in der Mitte eine Muskelkarte gehabt.
bisher weiß ich, dass du noch funktioniert. Also. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. So, nächste Übung, Kniebeugen an der Multipresse. Jetzt wird sie wieder ans Kreuz nageln. Aber wie gesagt, da gibt es nichts ans Kreuz zu nageln, weil Kniebeugen an der Multipresse haben dieselbe Berechtigung wie freie Kniebeugen. Warum, weshalb und wieso ich der Meinung bin, sage ich, wie gesagt, im nächsten Video. Jetzt halt machen wir aber erst einmal Übungen. It's ridiculous, I'm spitting this, meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't. Schaut's jetzt, sag ich mal, wenn ihr drin steht in der Beuge, lasst einfach die Arme gerade runterfallen und dann müssen die in der Mitte von eurer Haxen sein, in der Mitte von eurer Füße sein. Dann steht es in der Multipresse für die normale Kniebeuge richtig. Wenn wir schauen, dass Knack und der Rücken gerade bleibt, ja, also nicht überstrecken das Ganze. Nächste Übung für einen Beinbeuger. Ja. Brutale Übung, also durch das, dass ich hier mit meinen Haxen an der Stange vorne stehe, kann ich einfach selber nicht bescheißen. Ja. Wie gesagt, es gibt sicher andere Methoden, die Übung auszuführen, aber wir machen ja heute alle Übungen an der Multipress. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness as an artist. Stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Send a stage. Wie gesagt, heute für den Deppen, aber solange ihr es nicht ausprobiert, urteilt nicht darüber. Das tut da. Wie verrückt, ich sag's euch. So wenig Gewicht, aber. Oh. So, weiter geht's. Sie macht das auch sauber. Schaut natürlich ein bisschen besser aus wie von mir, wie bei mir. Auf jeden Fall bei der Rückansicht. Na, Spaß. Alles nur ein Gaudi. Na, was? Schickt sie, geht's, da müsst ihr sauber ins Stretch gehen. Und ihr wisst es selber, natürlich könnt ihr die Übung auch frei machen. Ja? Aber dann scheißt man sie halt wieder, wenn es ein bisschen schwerer wird. Und hier kann man nicht scheißen. Du kannst höchstens Knie brechen, aber mehr, sonst kannst du nicht scheißen. Aber seht es, sie muss aufpassen, dass dein Kopf als Verlängerung zur Wirbelsäule sieht. Das ist wichtig. So, horizontale Beinpresse. Ich zeige euch jetzt in diesem Video nur die Übung. Ich werde die Übung explizit in einem extra Video erklären. Die Übung hat auch wieder absolut ihre Daseinsberechtigung. Nur ist eben einfach nur auch wieder individuell anwendbar und für jeden auch nur individuell sinnvoll. Für mich macht es Sinn, ja, in meiner Trainingsroutine mit meinem Trainingsziel und deshalb mache ich die Übung. Meticulous, I'm spitting this, meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Sackel Mari. Brennt brutal. Ich sag's euch, die Übung ist gut. Ihr müsst es nur richtig machen. Gescheit und richtig. Beziehungsweise gescheit und richtig ist dasselbe. Ich wünsche euch einen Stepper, ich sag's euch. Da schaut's her. 2 Stunden Haxentraining. Na, oh, leck mich am Arsch. Ich brauch's zu messen. Oh. So, dezente Marsch, vorletzte Übung, hilft nicht, Bulgarian Split Squat, die machen wir zum Ausbrennen für die Quads, dann machen wir noch Hip Thrust für den Arsch und dann war's das vielleicht. Lang dabei. Also hier einen richtig weiten Stand reinnehmen, das Bein hinten ablegen und dann brennt es sauber. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over.
Also ihr werdet es hier wirklich auch primär im hinteren Bein, in der Oberschenkel, Vorderseiten werdet ihr spüren. Ja. Durch diesen Stretch. Von der Split Squat, vom Split Squat gibt es echt sehr viele Varianten. Das ist, wie gesagt, nur eine davon, Bulgarian Split Squat. Ihr habt ja gesagt, ich darf die Übung nicht abfilmen, weil die schaut so beschissen aus. Erstens tut es sau weh, weil wir Männer haben halt da was, also üblicherweise in der Mitte, was mit dem hier kollidiert. Und zweitens schaut es einfach bescheuert aus. Ich mache die Übung, das ist natürlich kein Multipress. Nur an der anderen Multipress ist der Bewegungsradius limitiert. Das heißt, wir können nicht ganz runtergehen. Das heißt, das ist die Übung. Gut, das war's. Over and out. Denkt dran. Kommentiert es, lasst mir ein Abonnement da. Und wie gesagt, weitere Erklärungen zu Übungen folgen. Also bleibst dran. Bis dann. Ich sag, habidere aus Bangkok. Just like a